Wolter und von Beruf Stadionhistoriker. Ich bin vor einigen Jahren nach Berlin gezogen, weil mich interessiert hat, welche Stadien es alles in Berlin gibt und welches früher auch gegeben hat. Und dadurch habe ich mich auch ein bisschen mit dem Mommsen-Stadion vertraut gemacht. Jedes Stadion ist ja ein bisschen anders. An jedem Stadion kann man etwas Besonderes finden. Irgendetwas, was an die Geschichte erinnert, was mit dem Verein verbunden ist. Und so kann man das auch hier im Mommsen-Stadion sehen. Natürlich denken wir bei einem guten Fußballstadion daran, dass es keine Laufbahn hat. Hier ist das ein bisschen anders. Ich finde, es ist aber trotzdem ein schönes Stadion. Und ein interessantes Stadion muss Flair haben, Patina, Geschichte. Wenn es noch sehr neu ist, wie gerade aus der Gussform ausgeschalt, dann ist es natürlich noch nicht so interessant. Das Mommsen-Stadion ist eigentlich eine Kopie eines früheren Stadions. Und zwar das dort unterhalb des Funkturms 1926 eröffnete Stadion des SC Charlottenburg. Als das Stadion eröffnet wurde, stand bereits fest, dass die Messe erweitert werden würde. Und so Anfang der 30er sollte das Stadion dann abgerissen werden. Deswegen hat man als Ersatz dann hier dieses Mommsen-Stadion gebaut. Das wurde am 17. August 1930 eröffnet. Der SC Charlottenburg war hier auch wieder der Bauherr. Und so hieß es dann zuerst SCC-Stadion. Dann ist 1934 das Stadion in den Besitz der Stadt übergegangen. Es war ja noch die Zeit der Weltwirtschaftskrise und der große SC Charlottenburg war von 3.000 auf 1.000 Mitglieder geschrumpft und konnte dieses Stadion nicht mehr halten. Aber er konnte es dann weiter nutzen und Teile der Tribüne sind dann auch genutzt worden vom Mommsen-Gymnasium und seit 1934 ist das hier also nicht mehr das SCC-Stadion, sondern das Mommsen-Stadion. Besonders ist das Stadion natürlich durch seine Tribüne. Das ganze Stadion wurde entworfen von Fred Fobart, einem Schüler von Walter Gropius. Und die Tribüne sieht auch im Großen und Ganzen so aus wie in dem Vorgängerstadion. Allerdings hatte diese Tribüne die schönen geschwungenen Außentreppen. Das ist halt 1926 bei dem Vorgänger noch nicht so gewesen. Da hatte man noch eine altertümliche Treppenkonstruktion. Schön ist hier auch, dass die Pfeiler so 20 Meter auseinander stehen. Also sie beeinträchtigen dadurch kaum die Sicht aufs Spielfeld.
Und ansonsten finde ich die Lage sehr schön. Das Besondere ist auch, wenn man hierher kommt, gerade im Winter, in dem kleinen Waldstück da vorne, sieht man immer, dass die Wildschweine da rumgewühlt haben. Und es ist insgesamt ein interessantes Areal von der Architektur her, von der Baugeschichte, durch die Berliner Messe, den Funkturm, die AWOS und die AWOS-Tribüne, früher auch noch die Deutschlandhalle, was hier alles ziemlich nah konzentriert ist. Und zugleich hat man hier noch eine herrliche Umgebung, frische Luft. Für Tennis Borussia gab es so in den 20er, 30er Jahren auch mal den Begriff Metropolenverein. Der bezog sich darauf, dass TB halt kein typischer Kiezverein war, wie die anderen Vereine hier in Berlin, sondern man stand eigentlich für ganz Berlin. Und das kann man ein bisschen vergleichen mit Austria Wien. Die sind auch ziemlich viel umher vagabundiert, bis sie dann irgendwann sesshaft wurden. Kann man auch sagen, dass Austria praktisch auch schon überall in Wien gespielt hat. Und das ist halt damit auch so ein Metropolenverein. Naja, ich bin mit TB schon vor einigen Jahrzehnten in Kontakt gekommen oder habe meine Liebe entwickelt. War einfach so, mein Vater war durchaus für den 68er damals nicht unbedingt häufig Fußball interessiert und wie viele war er eigentlich Gladbach-Fan in den 70er Jahren. Ja, Gladbach gemocht, Hertha BSC nicht. Und das Borussia TB war damals in der zweiten Liga und zum letzten Spieltag in der zweiten Liga Nord 1976 gegen Wacker 04, wo TB die Chance hatte, das zweite Mal in die Bundesliga aufzunehmen, hat er mich einfach mitgenommen. Da war ich 9, 10 Jahre alt, ich weiß nicht mehr genau, wann das Spiel stattgefunden hat. Und dann sind wir ins Olympiastadion gefahren, 20.000 Zuschauer, lila-weiß war, die Farben waren klasse, das Erlebnis Olympiastadion, 20.000 Zuschauer war klasse. TB hat 4-1 gewonnen, ist in die Bundesliga aufgestiegen und da hat es mich erwischt. Und seitdem bin ich dabei geblieben und quasi von der Bundesliga bis in die 6. Liga, 6 Ligen nach unten mit meinen Vereinen spaziert. Highlight ist natürlich auf jeden Fall, denke ich, die erste Saison in der Bundesliga von den Spielen, die man da gewesen ist. Also auch, ob wenn wir dann ja wieder abgestiegen sind, gab damals trotz allem halt Highlights. Man hat dem ersten FC Köln den Bundesliga-Startrekord vermasselt. Man hat mal gegen Hertha BSC gewonnen, man hat mal gegen Bayern München gewonnen und hat sich so in dieses Fußballleben oder in die Fußballleidenschaft sozusagen hier rein entwickelt. Also damals war ich natürlich, was man heute sagt, Modefan. Ja, mit dem Aufstieg reingekommen und nach dem Wiederabstieg, dann wurden es halt immer weniger, die mitgegangen sind und da bin ich dabei geblieben. Das Problem ist, dass viele damalige Vereinsvorsitzende oder Vereinspräsidenten bei TB immer weiter gedacht hatten, also was wir später auch mit der Göttinger Gruppe hatten. Es hat erstmal nicht ausgereicht, vielleicht in die zweite Liga aufzusteigen. Es war immer von dem Wunsch beseelt, irgendwie hat an die Bundesliga gedacht, hat gleich dran gedacht, man muss ja irgendwie Hertha BSC einholen, überholen und hat nicht bedacht, dass im Verhältnis auch zu Hertha TB immer weniger Sponsoren hatte, weniger Zuschauer. Dementsprechend war mit dem Geld auch immer relativ klamm. Und nach Jack White, also zum Ende der Jack White-Zeit, war TB offenkundig pleite, stand kurz vorm Konkurs. Und da hatte sich dann die Göttinger Gruppe irgendwie bereit erklärt, zunächst als Sponsor einzuspringen. Und sind erstmal so nicht großartig weiter aufgefallen. Das hat so 1, 2 Jahre gedauert, also speziell als wir dann auch nicht in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und danach sind dann die Göttinger massiver aufgetreten. Das heißt also, sie wollten quasi oder haben den Verein oder wollten den Verein übernehmen. Ich bin damals extra in den Verein eingetreten, um ein Mitspracherecht zu haben, also quasi um auf der Jahreshauptversammlung auftreten zu können. Und haben quasi für alles Mögliche kandidiert, also vom Vereinsvorsitz bis dahin, dort hinaus und haben quasi den Verein ja übernommen. So. Ich habe damals dagegen geredet, ohne allerdings auch zu wissen, was für ein Geschäftsgebaren oder was für ein Geschäftsfeld die Göttinger Gruppe eigentlich bedient. Mir ging es persönlich darum, dass ich das halt von vornherein problematisch fand, quasi alle Rechte, die ein Verein oder die man als Verein hat, sozusagen an den Hauptsponsor abzugeben. Dann haben wir sie sozusagen im Boot gehabt und danach gab es dann halt schon, ich sage mal, die ersten taktischen Entscheidungen, dass solange die Göttinger dabei gewesen sind, man als Verein gar keine Chance mehr hatte, dagegen vorzugehen. Sprich beispielsweise, dass eingeführt worden ist durch einen Antrag aus dem Bereich Göttinger Gruppe,
dass nicht anwesende Vereinsmitglieder über Vollmachten bei den nächsten Jahreshauptversammlungen vertreten sein können. Und die absurde Entscheidung, dass Vereinsmitglieder aus Berlin quasi den Mitgliedsbeitrag zahlen mussten und Vereinsmitglieder, die nicht in Berlin gewohnt hatten, beitragsfreigestellt waren mit allen Rechten und Pflichten, mit der Folge, dass sämtliche Personen, die für die Göttinger sozusagen unterwegs waren, um ihre Produkte an die Leute zu bringen, alle Vereinsmitglieder geworden sind, sodass es halt in den folgenden Jahren immer eine Mehrheit für die Göttinger auf jeder Jahreshauptversammlung gab und die quasi alles bestimmen konnten. So, herausgekommen ist es dann, als dann die Göttinger ja kollabiert sind, aus dem Verein wieder raus sind, glücklicherweise eigentlich wieder raus, dass dann viele ehemalige Drücker für die Göttinger sich gemeldet hatten, wie muss doch damals in den Verein eintreten, als sie dann auf einmal mit Beitragszahlungen konfrontiert worden sind und dann natürlich auch reihenweise aus dem Verein wieder ausgetreten sind. Ja, das Hauptproblem war natürlich bei der Göttinger Gruppe, war ja dann nicht nur, das wurde ja so langsam ein bisschen bekannter, ja, welches Geschäft die eigentlich betreiben, sondern ist natürlich auch, was TB anbelangt, ist natürlich auch, mit welcher Großkotzigkeit sie in die Öffentlichkeit getreten sind. Wir sind gerade mal in die zweite Liga aufgestiegen, hatten, weiß ich, 2.000 Zuschauer im Schnitt. Und es wurde dann nicht nur vom Aufstieg in die Bundesliga geredet, sondern es wurde dann gleich verkündet, dass man in 2 oder 3 Jahren in der Champions League spielt. Das hat natürlich für viel Aufregung gesorgt. Die Göttinger haben ja auch dann gleich die Tennis Borussia Marketing AG gebildet. Also dann wurden wir quasi auch eins der Produkte, mit denen die Leute dazu gebracht werden sollten, in die Göttinger Gruppe zu investieren. Und das alles hat natürlich schon dazu beigetragen, dass man die Gruppe peu à peu immer kritischer gesehen hatte. Der Werbeslogan der Göttinger hieß TB mehr als nur Fußball. Wir wollten einfach nur Fußball. Ja, und es hat dann auch dazu beigetragen, auch aus Protest vor Entscheidungen wie die Entlassung von Stanislav Levy, das ganze Rahmenprogramm, dass dann die aktiveren Fans von TB dann auf die Gegenseite zum E-Block gewechselt sind. Seinerzeit, als ich dazu gekommen bin, gab es in West-Berlin ja die Auswahl zwischen Hertha BSC und TB. Bei Hertha waren die Hertha-Frösche, war ja eher rechtslastig. Zu TB sind ja Leute hingegangen, auch wenn von der Vereinsführung man ja eher so bürgerlich West-Berlin-miefig geprägt gewesen ist, partiell, sind ja eher die sich vielleicht als Punker begriffen haben, die eher als auch zum Teil als linksalternativ begriffen hatten, die irgendwie mit Gewalt nichts am Hut hatten, vielleicht auch nichts mit Rassismus, obwohl Politik in dem Sinne noch nicht die Rolle gespielt hat. Ja, das war einfach so eine Abgrenzung zu Hertha BSC, man wollte Fußball gucken, die Farben waren klasse. Und dann gab es die Vereinigung oder den Anschluss oder wie immer man das bezeichnen mag. Und auf einmal hat sich, unabhängig davon, ob man in der ersten oder zweiten Liga war, hat sich zunächst mal die Chance gegeben, dass TB auf einmal überregional gespielt hat. Ja, und war ja interessant zunächst. Man hatte ja die Hoffnung gehabt, okay, man lernt neue Stadien kennen, man lernt neue Vereine kennen, Vereine, die man quasi nur aus dem DDR-Fernsehen kannte. Und dann ist man da quasi auf das pralle Leben gestoßen. Ja, das in vielen Fanszenen hat man dann auf einmal mit Rassismus, mit Antisemitismus zu tun gehabt. Wir waren aus meiner Sicht so ein bisschen Vereinigungsfrust, der scheinbare Verein mit Geld oder der Verein damals mit bisschen Geld oder wie auch immer, mit jüdischer Vergangenheit, mit 2 Vereinspräsidenten auch nach dem Zweiten Weltkrieg, die jüdischer Herkunft gewesen sind, vielen Migranten, ja, Spieler, die aus dem Ausland kamen oder in Berlin geboren wurden und einen migrantischen Namen hatten. Und man hat sich dann halt zusammengerauft. Es gab keine Alternative für mich. Ich wollte aber live Fußball gucken. Die Fans haben sich Schritt für Schritt entwickelt. Man hat sich mit der Situation auseinandergesetzt. Man hat selbst angefangen, auch irgendwo sich zu selbst zu politisieren. Ja, also warum sind wir der Judenverein? Warum sind wir der schwule Verein? Die Farben lila-weiß haben immer dazu beigetragen, dass dann gerne gerufen worden ist, lila-weiß ist schwul. Hat dann dazu geführt, dass wir beispielsweise im Jahr 2000 eine schwul-lesbische Mottofahrt nach Cottbus gemacht hatten, wo wir uns alle verkleidet hatten. Ganz einfach, weil für uns sozusagen homophobe
Beschimpfungen nichts anderes sind, als wenn du mit dem Namen beworfen wirst, weil du farbige Spieler dabei hast. Und ja, das hat dann dazu beigetragen, dass man sozusagen ja, sich als kleine, selbstironische, lila Laune, als Fanszene, habe ich schon bezeichnet, Fanszene, sich eingerichtet hatte. Und dann hat es ja nicht lange gedauert, dass die Göttinger weg waren. So, im Jahre 2002 waren sie weg und der Verein stand damals dann auf einmal da, ohne Kohle, in der ersten Insolvenz relativ zügig. Und dann lag es ja auch an uns so ein bisschen, den Verein am Leben zu erhalten. Und irgendwie wurden wir auch als Fans gebraucht. Ja? Der Verein hat dann natürlich halt auch dankbar die Hilfe in Anspruch genommen. Viele haben ja auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann halt auch Geld gegeben, damit dann irgendwie, ich sage mal, so ein bisschen die Etats gestemmt werden konnten. Das war immer ein gewisses Spannungsverhältnis. Weil nach der Göttinger Gruppe haben wir es ja geschafft, mit der Trescher AG den nächsten Top-Sponsor an Land zu ziehen, der zweifelhafter Natur gewesen ist und keiner wusste, wer sich dahinter verbirgt. Und hatten dann irgendwie wieder, ich sage mal, ständig Auseinandersetzungen. Und da das halt so eine Finanzierungsebene gewesen ist, die genauso transparent war wie mit der Göttinger Gruppe, hat es natürlich dann auch wiederum nicht lange gedauert, dass da das Schiff gesunken ist und dann gab es die zweite Insolvenz. Dann gab es den Abstieg in die Berlin-Liga. Da war für mich sozusagen der erste Zeitpunkt oder wirklich das erste Mal, wo ich nachgedacht habe, tue ich mir das nochmal an. Ja, jetzt bist du schon so alt, bist quasi in der Bundesliga gestartet und jetzt lernst du wieder Berlin und die U-Bahn kennen. Und hätte es nicht dann doch relativ viele von den jüngeren Fans gegeben, wäre ich dann vielleicht tatsächlich nicht mehr hingegangen. Und dann bin ich dann doch auch in die Berlin-Liga mit rein und habe auf einmal gemerkt, ja, das macht Spaß. Es kann auch Spaß machen, mit 300, 400 Leuten dann sozusagen nach Gatow zu fahren oder nach Lichtenberg oder wo auch immer hin. Und habe mich jetzt damit mehr oder weniger abgefunden, dass wir auf dem niederschwelligen Niveau im Großen und Ganzen ja weiter unseren Verein irgendwie führen werden. Klar möchte ich gerne mehr haben, möchte gerne, dass mehr zur TB kommt, möchte auch, dass sie mehr Leute einbringen, aber nicht zu dem Preis, dass man bestimmte Dinge bei uns hört, die man durchaus in anderen Stadien hört. Begleitet mich ja schon mein ganzes Fußballerleben, weil ich habe bei Hertha BSC Fußball gespielt, bei Hertha Zehlendorf Fußball gespielt, Tasmania und TB war immer ein starker Gegner, war immer ein Verein, war immer ein Aushängeschild mit in Berlin und hat halt in meinen Bereichen halt immer unheimlich viele Titel gewonnen. Umfeld ist professionell für unsere Ligen und natürlich die Zuschauer, das ist alles, was Berlin in unseren Ligen einfach nicht zu bieten hat. Tennis Borussia ist schon ein besonderer Verein, besonders in der sechsten Liga kann man ja Tennis Borussia mit niemandem vergleichen. Selbst in der Oberliga ist Tennis Borussia überhaupt nicht zu vergleichen. Vielleicht kann man Dynamo noch ein bisschen vergleichen, aber da ist diese Zuschauer, die dort sind, sind halt nicht der Schlagmenschen, die ich bevorzuge. Na, man identifiziert sich ja mit einem Verein erst mit der Zeit. Ja, jeder, der mir sagt, er identifiziert sich sofort mit dem Verein, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Man muss sich ja wohlfühlen, man muss die Menschen mögen, man muss das Umfeld mögen, man muss die Mannschaft mögen. Ich glaube, in Berlin ist ein Umfeld das A und O, weil in Berlin gibt es kein gutes Umfeld. Vielleicht die drei großen Vereine, Union, Hertha, Dynamo und dann Tennis Borussia, die haben ein Umfeld zu bieten. Die haben gute Jugendarbeit, die haben große Plätze, große Stadien zu bieten und deswegen ist TB immer mit vorne mit bei. Und es macht natürlich einen Trainer es viel einfacher, Spieler hierher zu holen in diesem Verein, beziehungsweise auch leichter die Arbeit. Weil man hat hier Trainingsplätze, ganz, ganz viele Kunstrasen, Rasenplätze, man hat immer die besten Bedingungen. Trainer bin ich eigentlich aus Zufall geworden, weil meine Freundin hat mich gefragt, ich habe mal in einer Freizeitmannschaft so aus Spaß gespielt, nach meiner aktiven Zeit. Und da haben mich die Leute gefragt, Mensch, du bist ein guter Fußballer gewesen, hast du nicht Lust, uns zu trainieren?
Wollte ich natürlich erstmal nicht, aber ich habe meine Trainerkarriere an meine Kumpels, mit meinen Kumpels halt begonnen und war halt am Anfang sehr lustig, hat auch Spaß gemacht. Dann habe ich mich halt immer wieder reingefressen in diese Aufgabe. Dann war ich noch aktiver Spieler bei Grün-Weiß Neukölln, so meine letzten Jahre. Und dann haben die mich halt gefragt, Mensch, wenn du dort Trainer machst, kannst du bei uns auch Trainer machen. Und dann ist es nach und nach gekommen. Aber ich wollte eigentlich nie Trainer werden, weil ich war bestimmt alles andere als ein Trainerliebling. Es spornt schon einen an, Erfolge zu haben. Es spornt schon einen an, junge Spieler zu entwickeln, beziehungsweise zu sehen, wie deine Mannschaft reift, wie deine Mannschaft stärker wird. Und man muss sagen, jeder Sieg ist auch was Besonderes. Man ist so voller Adrenalin gepumpt draußen, dass man auch Siege lange genießt, aber auch Niederlagen. Daran knabber ich halt auch manchmal 3-4 Tage dann, überlege, warum haben wir halt einfach verloren heute? Warum waren wir nicht gut genug, den Gegner zu schlagen? Also Trainer ist auch eine Emotionssache für mich und deswegen habe ich immer viel, viel Spaß daran. Dieser Verein wird von vielen Menschen belebt und auch von der Masse. In den Vereinen, wo ich vorher gearbeitet habe, wäre jetzt unfair zu sagen, dass die Menschen da nichts getan haben. Da waren auch sehr, sehr viele Menschen, die in ihren Vereinen gelebt haben, die sehr viel für ihren Verein getan haben. Hier ist es aber die Masse, hier sind es viele Leute. Da sind es halt in anderen Vereinen, wie bei 47, sind es halt wenig Leute, die halt viel tun. Und hier packt jeder irgendwo mit an, hier ruft man an und wir brauchen einen neuen Fußboden, dann wird gesammelt und dann hatten wir einen neuen Fußboden für die Physiotherapie gehabt. Ja, wir wollten unsere alten Möbel abholen lassen, dann wurden die alten Möbel halt abgeholt. Also hier packt schon jeder an und ist auch gut so. Und nur so kann dieser Verein weiter existieren und so wird der Verein auch wieder stärker werden und wahrscheinlich seine sportlichen Ziele auch erreichen. Ich bin Steven Scholz, bin seit 4 Jahren Zeugwart bei Tennis Borussia. Meine Aufgaben sind sehr, sehr umfangreich. Es geht vom Spielbericht bis hin zu der ganz normalen Verpflegung, die ein Spieler bei den Auswärtsspielen braucht. Und das ist mein Job bei TB. Den mache ich sehr gerne, na klar, es macht Spaß. Und vor allen Dingen bin ich Tennis-Borusse und daher hole ich meine Kraft für diese zeitaufwendige Aufgabe. Zu TB bin ich gekommen 98 als Fan zu Zweitliga-Zeiten, seitdem immer im Block unterwegs. Dann habe ich angefangen, bei Türkimspor, weil mein Bruder da Co-Trainer war, eine Betreuerfunktion zu übernehmen. Die habe ich ca. 1,5 Jahre durchgeführt und bin dann auf einen Gegner namens TB gestoßen in der Regionalliga und mit dem damaligen A-Jugendtrainer dort ins Gespräch gekommen über Tennis Borussia und bis er fragte, woher ich überhaupt so viel über TB wusste. Daraufhin musste ich mich ja outen als Tennis Borussia letztendlich und ich kam ins Gespräch für die Jugend bei TB. Der damalige Männertrainer Markus Schatte hatte davon Wind bekommen und hatte hier auf dieser Position, auf der Zeugwartposition, niemanden gehabt und so bin ich letztendlich reingerutscht. Ich musste nicht überlegen, ob ich das so machen möchte oder nicht. Für mich war es gleich klar, besser geht's ja nicht, bei dem Verein, den man liebt, zu arbeiten. Das ist das Ziel gewesen letztendlich. Man hat natürlich öfters Einblicke hinter den Kulissen, die andere nicht haben, aber das Verhältnis zu TB ist trotzdem das gleiche. TB-Fan bin ich immer noch, ob ich hier unten arbeite oder nicht, das bin ich auf jeden Fall. Das Gefühl ist eigentlich, wenn du hier reinkommst, so, dass du weißt, für welchen Verein du das machst. Du machst es nicht für Verein XY, sondern du machst es für den Verein, für den du auch jahrelang im Block standst. Und dementsprechend kann man sich auch nach der normalen hauptamtlichen Arbeit ganz anders motivieren, hier nochmal anzupacken. Das ist einfach Tennis Borussia dafür. Steht man ein, dafür arbeitet man und so schafft man eigentlich auch diese zeitaufwendige Aufgabe. Es ist so, dass wir natürlich von der Infrastruktur hier in dem Kabinentrakt ganz anders aufgestellt sind als einige gerade in der letzten Saison in der Berlin-Liga und generell in den letzten Jahren. Und das kriegen wir natürlich auch mit, wenn Spieler auf einmal sich erstmal dran gewöhnen müssen, nicht mehr die 7 Kilometer große Trainingstasche zu tragen, sondern zu spielen auswärts mit Badelatschen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner und ein bisschen Duschzeug ankommen müssen und den Rest gestellt kriegen. Das ist für die Spieler auch was ganz anderes. Das kennen die ja auch in der Berlin-Liga überhaupt nicht von anderen Vereinen. Die Ideale, für die TB entsteht und auch die Fans entstehen, die spielen natürlich auch
hier unten eine große Rolle. Die Spieler kriegen ja mit, worum es geht. Man hat natürlich gewisse Einzelfälle von Spielern, die auch was aufsaugen, was die Fans für Choreografien machen oder gerade für Aktionen, Respektgames, viele verschiedene Sachen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das Fußballer sind und nicht jeder guckt da wirklich noch hinter die Kulissen, was passiert außerhalb des Stadions mit den Fans. Aber vereinzelt ist es schon so. Da gibt es spezielle Beispiele, die sich schon interessieren dafür, was passiert im Fanladen, was bedeutet die eine oder andere Choreografie. Das gibt es schon, ja. TB ist für mich im Prinzip fast schon das halbe Leben. Ich fahre auf Arbeit, fahre von Arbeit zu TB und habe im Prinzip nie wirklich das Gefühl gehabt, jetzt wird es mir zu viel oder ähnliches. Ich lebe damit und ich kann mich damit voll engagieren und ich kann mich damit auch wirklich identifizieren und das macht mir die Arbeit hier auch leichter. Also meine Anfänge bei TB, die gehen zurück auf Anfang der 90er Jahre eigentlich. Ich habe hier bei Brandenburg 03 gespielt. Das war mein erster Fußballverein, das ist ein Charlottenburger Verein. Und ja, anschließend war es dann halt soweit, irgendwann ab einem gewissen Alter, wo man halt auf eine Art und Weise gespielt hat, die halt andere Vereine, die halt erfolgreich sind im Berliner Fußball, dass sie dann aufmerksam sind, geworden sind auf einen. Und Tennis Borussia war halt in den Jahren das Beste, was in Berlin im Jugendfußball zu erreichen war. Und deswegen habe ich mich halt für diesen Verein entschieden. Wie bin ich zu TB gekommen? Also ich habe tatsächlich nie in der Jugend für Tennis Borussia gespielt. Das war immer so die Mannschaft, gegen die man knapp verloren hat. Bin dann nach meinem Zivildienst nach Köln fürs Studium, habe da 3 Jahre in der Oberliga gespielt, bin dann zurück nach Berlin für ein Praktikum und habe mich in der Berlin-Liga nach einem Verein umgeschaut. Und da war dann TB vom Namen das Präsenteste bei mir. Habe dann ganz klassisch in einem Probetraining vorgespielt und wurde dann auch mit offenen Armen empfangen und bin seitdem jetzt bei TB knapp 1,5 Jahre. Genau, ich war halt als Männerspieler habe ich dann nie bei Tennis Borussia gespielt. Das waren dann auch nur damals 2 Jahre in der Jugend, die ich hier verbracht habe. Und irgendwie war das aber immer so, dass die 2 Jahre mir vorkamen, wie als ob ich 5 Jahre in der Jugend bei Tennis Borussia gespielt hätte. Also ich hatte halt auch 2 oder 3 Jahre bei Hertha BSC, aber die Zeit kommt mir vor wie nur 6 Monate und die Zeit bei Tennis Borussia, die kommt mir halt so vor, als ob ich wirklich lange hier gespielt oder meine ganze Jugendmannschaften hier oder die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen wäre. Das hängt davon ab, dass ich einfach eine schöne Zeit hatte hier und es war immer so mein Hinterkopf, irgendwann als in der Männermannschaft auch von Tennis Borussia mal gespielt zu haben. Vor allem in den Jahren, wo es dem Verein dann schlechter ging, hatte ich halt immer dieses Gefühl, eigentlich müsste man doch irgendwann wieder für Tennis Borussia spielen und halt dem Verein helfen. Ich wollte nur Berlin-Liga spielen, also im Amateurbereich bleiben auf jeden Fall. Und habe jetzt hier die Strukturen kennengelernt bei Tennis Borussia und fühle mich super wohl. Sowohl die Mannschaft als auch die Fans und das Trainerteam machen hier einen super Job, damit man sich wohlfühlt. Mit Daniel Bonga zum Beispiel ist einer da, der halt, den kenne ich halt, glaube ich, seit 20 Jahren oder so. Er war erst halt 2 Jahre jünger als ich, aber man hat halt immer gesehen, wie der halt auch gespielt hat auf den Plätzen und dann halt auch hier bei Tennis Borussia. Und da weiß man, dass es halt Spieler sind, die sind halt auch irgendwie Charlottenburger Jungs und die fanden den Verein cool damals und spielen halt einfach gerne für diesen Verein und helfen dem Verein auch gerne. Andererseits ist es aber auch so, dass man einfach dieses Gefühl von Tennis Borussia schon in den jungen Jahren mitbekommen hat. Also, wenn ich in der Bahn die Fans von Hertha BSC gesehen habe und die Fans von Tennis Borussia, dann ist halt einfach dieser deutliche Unterschied zu erkennen gewesen, auch wenn man halt ziemlich jung war. Aber man hat halt gemerkt, wofür die Fans von Hertha BSC stehen und wofür die Fans von Tennis Borussia stehen. Das kriegt man halt durch die Gesänge in der Bahn mit und ja, entwickelt dann so ein Gefühl dafür, okay, das eine finde ich halt cooler als das andere. Was diesen Verein unterscheidet, sind halt von anderen Vereinen in den Ligen, wo der Verein gerade spielt, sind halt die Strukturen, die man hier auffindet. Und das ist halt auch das, wo viele Spieler wahrscheinlich denken, okay, so ein Verein mit diesen Strukturen, der muss eigentlich höher spielen. Andererseits ist es aber auch so, dass man dieses zivilgesellschaftliche Engagement, was man hier auffindet, dass man das dann natürlich auch genießt mit den Personen, die halt zu den Spielen kommen, in mehreren Hundertschaften, um die Mannschaft zu unterstützen. Die kriegen ja
kein Geld dafür, die machen das, weil es den Spaß macht. Und das sieht man halt woanders nicht. Also es gibt schon einen Grund, warum sie für Tennis Borussia sind, warum sie sich für diesen Verein engagieren, und das spürt man. Als ich aufgewachsen bin in Berlin, da wusste ich schon, dass TB so der linksgepolte Verein in Berlin ist. War selber mal in der zweiten Liga zugucken, hab das hautnah mitbekommen. Ich glaube, Francesco Copado hat da noch ein Tor geschossen. Also das war für mich die große Fußballbühne. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Berlin, hätte ich niemals gedacht, dass ein Verein in der sechsten Liga so viel Initiative noch ergreift, was soziale Projekte angeht und was sie auch bewegen, gerade im Thema Kampf gegen Homophobie oder auch Refugees Welcome. Hätte ich niemals gedacht, dass da so ein tiefspielender Verein noch so große Wurzeln schlagen kann. Also ich muss sagen, dass Tennis Borussia den Spielern oder mir als Spieler alle Wünsche erfüllt, weil man zum einen so an seiner Leistungsgrenze spielt, beziehungsweise wirklich sich gefordert fühlt. Und auf der anderen Seite ist man stolz oder macht es Spaß, für diese Mannschaft zu spielen, weil man einfach Werte vertritt, für die man auch steht. Und es gibt ja nichts Schöneres, als bei einem Fußballverein zu spielen, wo die Fans ähnlich ticken wie man selber und wo man nach einem Flutlichtspiel noch ein Bierchen mit den Fans trinkt und einfach auf eine Ebene kommt. Ich bin Chantal Hoppe, bin hier für die Mädchenabteilung zuständig bei Tennis Borussia. Mache das seit 2 Jahren, habe angefangen mit 4 Mädchen und innerhalb von einem halben Jahr waren es dann plötzlich schon 12. Und es wurden immer mehr und immer mehr. Und jetzt haben wir mittlerweile 4 Mannschaften. Das heißt, von den F-Mädchen ganz klein runter, 7 Jahre sind die jüngsten, bis hoch in die C, 14 Jahre alt. Ich trainiere die auch, die C-Mädchen. Und versuchen jetzt langsam die Mannschaft oder beziehungsweise die Mädchenabteilung aufzubauen. Wir haben viele Probleme, die Mädchenabteilung aufzubauen, weil es einfach der erste Punkt ist, sind Mädchen. Das ist ja im Fußball immer noch leider ein Problem, dass man wenig Trainer bekommt, dass man nicht wirklich das Budget dazu hat. Es fängt halt auch mit den Trainingsplätzen an, dass die Jungs manchmal bevorzugt werden. Das funktioniert bei Tennis Borussia momentan sehr gut. Das heißt, wir sind gleichberechtigt mit den Jungsmannschaften. Und von daher wird es langsam. Ich finde es generell sehr wichtig, dass es Mädchenfußball in Mannschaften gibt, vor allen Dingen auch in Traditionsvereinen wie bei Tennis Borussia, weil ich einfach finde, Fußball ist nicht nur für Jungs da, sondern auch für Mädchen. Das ist einfach auch schön, wenn ein Verein, egal was es für ein Verein ist, Mädchenfußball anbietet und breit gefächert ist. Und wenn dann auch noch die Möglichkeit besteht, dass eine Kooperation zwischen Jungsmannschaften und Mädchenmannschaften entstehen, dass halt Mädchen mit Talent auch bei den Jungs trainieren können, ist es umso besser. Wir versuchen es immer wieder. Da sind die Jungs und Mannschaften auch relativ offen, offener als in anderen Mannschaften. Das Problem ist nur momentan, wir haben momentan so wenig Mädchen. Wir haben meistens einen 12er-Kader, was einfach nicht reicht. Wenn wir dann auch noch Mädchen abgeben an Jungsmannschaften, würden wir durchaus tun. Aber die Mädchen sind momentan eher so der Meinung, sie würden gerne in Mädchenmannschaften spielen, was ich eigentlich nicht so gerne sehe. Aber wenn sie der Meinung sind, sie möchten das so, dann akzeptiere ich das. Das ist ihr Fußballleben und dann sollen sie es auch gerne so machen. Aber der Weg steht offen für die, dass sie auch gerne in Jungsmannschaften trainieren können. Ich mache das hier auch vor allen Dingen bei Tennis Borussia, weil die Fans tierisch unterstützen. Die sind immer da, wenn ich irgendwas brauche, wenn die Mädchen irgendwas brauchen, sind auch bei Spielen von uns. Das ist wirklich, ich habe selten eine Mannschaft oder einen Verein gesehen, der so gute Fans hat, die in alle Bereiche gehen und unterstützt. Ich war hier auch schon an manchen Punkten, wo ich gesagt habe, ich mache nicht mehr, ich möchte nicht mehr, weil es einfach entweder Reibereien gab oder ich
einfach die Zeit dazu nicht hatte. Ich studiere nebenbei. Das raubt alles viel Zeit. Und da waren immer die Fans dann und sagten, komm, mach mal und wir stehen hinter dir. Und es ist auch ein Grund, oder ja, doch wirklich ein Grund, weshalb ich gesagt habe, okay, ich mache das hier. Ich mache das auch für die Fans, weil die auch mich immer während meiner aktiven Zeit unterstützt haben. Und das ist auch so mein Zeichen, denen das wiederzugeben. Wer sind wir denn? Das ist ja eine lebensumfassende Frage, aber Beckmann, fangen wir doch mal mit dir an. Ich bin der Bassist von Plan B. Unter anderem, muss man sagen. Aber heute. Heute bist du der Bassist von Plan B. Tazi? Ich bin der Schlagzeuger von Plan B. Und ich, mein Name ist Johnny. Ich singe und spiele Gitarre. Beides nicht besonders gut, aber dafür umso leidenschaftlicher. Als ich 14 war, war ich tatsächlich in lila-weiß gekleidet und das war so die... Viele bei uns in der Schule waren Hertha-Fans und ich fand das irgendwie, das war nicht mein Verein. Und mit 14 ist man ja auf der Suche nach Halt und nach Lebensinhalt und ein Kumpel von mir war TB-Fan und hat mich ein paar Mal mitgenommen. Und das fand ich auf alle Fälle insgesamt runder und sympathischer als Hertha, muss ich sagen, damals. Und dann war ich so doch so 2 Jahre lang bei TB-Spielen und habe mir das angeguckt und auch einen Schal gehabt und alles. Und dann kam bei mir tatsächlich der Punkt, an dem die Musik wichtiger wurde als der Fußball. Und dann habe ich den Fußball so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber so eine Grundsympathie zum Verein ist immer geblieben. Hast du eine direkte? Ich bin ja Berliner, muss ich dazu sagen. Perzi auch? Ich auch, aber ich hatte noch nie großes Interesse zum Fußball. Ja, tut mir leid, aber ist so. Kann ja nicht jeder. Das ist ja super, Perzi. Also bei mir ist so, ich habe einfach von der E bis zur A-Jugend Fußball gespielt, aber in meinem Sauerländer Dorf. Streber. Ich habe Fußball gespielt, weil das haben alle gemacht und das war auch total geil beim SV Heggen. Großartiger Verein. Und bin dann eben so nach der Schule nach Berlin gegangen und habe mich nicht für Fußball interessiert, weil ich war Punkrocker in den 80ern. Und habe aber irgendwann wieder angefangen, Fußball zu gucken. Und es ist einfach so, dass fast all meine Kumpels, hauptsächlich so aus Kreuzberg und aus Schöneberg, gehen zu TB. Die gehen da einfach hin und ich kriege es einfach auch immer mit. Und da ich mich mit diesen beiden Ostvereinen überhaupt gar nicht identifizieren kann, oder auch da keinen Bezug zu habe und Hertha mir tatsächlich auch immer so nicht so nahe stand, fand ich das ganz schön. Und ich war dann letztes Jahr im Stadion, allerdings nachdem der Micha Surbier gestorben ist, da haben die sonntags hier so im Spiel gegen Hermsdorf gewidmet. Und da war ich da zum ersten Mal und da fand ich das sehr schön, die Stimmung im Fußball, diese Art von Fangesängen, die man sonst eigentlich nirgendwo anders hört und auch die Fankultur. Und als Johnny ankam und sagte, sollen wir nicht da Trikots sponsern für die Mädchen, fand ich es doppelt gut, weil ich finde dann wirklich Frauenfußball ganz großartig und Mädchenfußball nochmal besonders großartig, weil das ist fast schon wieder so eine Haltung auch, das zu unterstützen. Ja, ich glaube, wichtig war halt auch und auch schön war, dass das Engagement ist ja jetzt, wenn man jetzt mal das Finanzielle betrachtet, wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass jemand für Millionen irgendwie sich eingekauft hat bei einem Bundesligisten oder so, sondern das ist halt, nein, das war auch für uns überschaubar. Ja. Wir machen ja jetzt mit der Musik auch nicht irgendwie die Riesengelder. Aber wenn man mit wenig viel erreichen kann, dann ist das natürlich alles, das ist eine sogenannte Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Wenn du speziell im Jugendbereich was machen kannst, ich meine, wir sind alle Väter, wie wir hier sitzen und haben, glaube ich, auch ein Interesse daran, dass egal, ob jetzt unsere eigenen Kinder in dem Verein sind oder in einem anderen oder ob sie ganz andere Interessen haben, wenn man an irgendwelchen Stellen helfen kann, dass man Jugendförderung betreibt, dann sind wir da einfach gerne dabei. Dann gibt es natürlich auch so, was ich bei anderen Vereinen nicht so sehe, diesen Popkulturbezug. Also das ist, God Save TB. Weißt du, da muss ich dann zuerst, denkt man natürlich an God Save the Queen. Und wenn man an God Save the Queen denkt, dann denke ich nicht unbedingt an die Nationalhymne, sondern an die Sex Pistols. Und schon haben wir den Bezug zum Punkrock. Hergestellt, da gibt es ja. Das ist schon, also das ist so wie das St. Pauli von Berlin so ein bisschen. Und, aber eigentlich, weil es kleiner ist, ist es noch viel charmanter, weil die haben jetzt schon eher so Probleme, können wir St. Pauli bleiben, wenn wir gleichzeitig aufsteigen wollen und dafür viel Geld brauchen.
Aber ich finde es eben faszinierend, dass in der Halbzeit einfach Songs laufen. Es gibt dann eben auch eine Nähe so von Mitarbeitern von TB, die wir kennen, und eben auch Fans zu Plan B wiederum. Und dann liefen da auch einfach Songs von uns im Stadion, was einfach toll ist. Ich meine, weiß ja keiner, dass da nur 400 Leute da sind oder 250, aber so, hey, unsere Songs laufen im Fußballstadion, dann sagen alle, geiler Verein, weil es ist einfach ein anderer Umgang, als wenn da eben barfuß durch die Nacht, atemlos durch die Nacht oder irgendwie barfuß. So durch die Nacht, so Mallorca-Schrott oder so. Das ist schon so ein besonderer Sinn, und für mich ist das eben auch sehr englisch, also diese Verbindung von Popkultur und Fußball. Ich glaube, dass wir alle, wie wir hier sitzen, in unserem ganzen Leben, in unserem ganzen Berufsleben und auch privat immer eine Echtheit suchen. Mhm. Natürlich gibt es sowohl im Sport als auch in der Musik, als auch in anderen Lebens- und Berufsfeldern gibt es immer den großen Mainstream, der sich dann irgendwie wahnsinnig kommerziell orientiert und orientieren muss wahrscheinlich auch. Mhm. Und dann gibt es die Echten, die Indies, die Underdogs, wie immer man das nennen will. Aber ich glaube, wir alle brauchen nicht den Kommerz, sondern wir brauchen Echtheit. Mhm. Und deswegen passt das mit TB alles zusammen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es auch große Vereine gibt, meine Güte. Es geht ja auch um Glamour und um Show und so. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es hat auch seine Berechtigung. Aber es muss das andere halt auch geben. Und ehrlich gesagt, mir ist das einfach immer sympathischer und lieber, wenn ich solche echten Dinge in meinem Leben habe und mich damit umgebe, als wenn ich, ja, als wenn ich nur die Top Ten höre und nur zu den Vereinen renne, zu denen alle anderen auch rennen. Im Jahr 2007 haben wir die zweiten Respect Games als Lesben- und Schwulenverband organisiert. Ich war gerade frischer Projektleiter, und dann kam ein Vertreter von TB in unsere Geschäftsstelle am Willmanndamm damals, ja, und hat gesagt, wir wollen die Respect Games unterstützen. Und das fanden wir ganz toll, weil bis dahin war noch kein Fußballverein auf uns zugekommen. Wir sind eher auf die Fußballvereine oder auf die Verbände zugekommen. Und ja, da hat TB gleich einen sehr guten Eindruck hinterlassen, indem sie gesagt haben, wir als Fußballverein, als Berliner Traditionsverein wollen uns gegen Homophobie im Rahmen der Respect Games engagieren. Und ja, das ist jetzt schon 8 Jahre her. Also am Anfang stand die Zusammenarbeit im Rahmen der Respect Games. Tennis Borussia hat gesagt, wir wollen sichtbar sein im Kampf gegen Homophobie. Und sie haben gesagt, wir stellen unser Logo für die Plakate der Respect Games zur Verfügung. Wir kommen mit Fußballteams zu den Respect Games und machen sichtbar, dass auch wir im Fußballalltag Diskriminierung nicht akzeptieren. Und da sind wir in Tennis Borussia, jedenfalls die zuständigen Akteurinnen und Akteure, mal durch sehr aufmerksame Gesten auch aufgefallen. Zum Beispiel nach der ersten Beteiligung bei den Respect Games wurde uns ein Teamfoto vorbeigebracht, wie alle glücklich bei den Respect Games spielen. Und das haben wir bis heute noch in unserer Küche hängen, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht ist es auch inzwischen in einen anderen Raum gewandert. Aber das sind eben so Sachen, nicht nur so husch-husch, sondern man wollte wirklich präsent sein und sich engagieren. Und das hat sich dann eben verstetigt. Also die Beteiligung an den Respect Games ist inzwischen eine Tradition geworden, und andere Sachen sind hinzugekommen. Also wir sind mit Fußballbanden im Stadion präsent, mit Anzeigen, mit Aktionen im Fußball. Wir haben beim TB-Fan-Turnier im Juli, ist der LSVD auch immer mit sichtbar und präsent. Und das ist einfach eine gelebte, gute Zusammenarbeit, die auch inzwischen oder seit 2009 eingebettet ist im Rahmen des Bündnisses gegen Homophobie. Also Tennis Borussia ist auch Gründungsmitglied dieses Bündnisses. Denn wir als Lesben- und Schwulenverband haben immer gesagt, es kann nicht Aufgabe von Lesben und Schwulen sein oder allein von Lesben und Schwulen gegen Homophobie zu kämpfen. Die Mehrheitsgesellschaft muss sich engagieren aus den verschiedenen Bereichen. Und ja, da ist Fußball ein ganz wichtiger Bereich und Tennis Borussia ein wichtiger Berliner Akteur. Tennis Borussia macht erstmal ein großes gesellschaftliches Engagement aus. Also Tennis Borussia steht ja neben dem Kampf gegen Homophobie auch für den Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, und das sind ja auch Phänomene, die ähnlich gelagert sind, ne? Wo es um Ausgrenzung geht, wo es um Herabsetzung von anderen Personen geht, wo es um Anderssein geht. Und da ist Tennis Borussia ein glaubwürdiger Partner, weil sie sich eben nicht nur zufällig an verschiedener Stelle engagieren, wo es gerade mal schön ist, sondern wirklich kontinuierlich engagieren. Und dass, wenn man in den Verein kommt, auch das Gefühl hat, dass die Menschen um das Engagement ihres eigenen Vereins wissen.
Also dass dann nicht irgendwie, da ist eine kleine Homo-Ecke im Stadion und keiner kriegt sie mit, sondern dann wird man auch im Stadion vom Stadionsprecher interviewt in der Halbzeit und dann ja, kriegt das jeder im Stadion mit und kann dir nicht entgehen. Und das ist aber, es gibt auch keine empörten Reaktionen, jedenfalls habe ich noch keine mitbekommen, vielleicht gibt es sie mitunter. Aber das wird einfach so aufgemacht, ja, das ist Tübü, das wird bei uns so gemacht. Also das ist der Eindruck, den ich bisher hatte, dass das auf verschiedenen Ebenen angekommen ist. Also sowohl bei den engagierten Fans, bei den Funktionären, ja, dass die Teams darum wissen. Und zugleich darf man sich natürlich keine Illusionen machen, ein Verein ist nie vorurteilsfrei. Ne? Also das ist, natürlich wird es auch Homophobie oder Rassismus auch bei Tennis Borussia geben. Aber das gilt es eben, dem zu begegnen und die Menschen zu überzeugen, dass das eine blöde Sache ist. Und dass Tennis Borussia für was anderes steht und dass man das überdenken sollte. Und man muss ja auch Menschen die Möglichkeit geben, ihr eigenes Verhalten zu überdenken oder sich zu korrigieren. Und das mag manchmal im Jugendalter etwas einfacher sein, für ältere Menschen vielleicht nochmal schwieriger. TB hat eine besondere Rolle dahingehend, dass viele andere Vereine oder jetzt Vereine, die auch zu der Aktion Rote Karte gegen Homophobie dazugestoßen sind, dass das zum Teil im Verhältnis recht junge Vereine sind, die vielleicht so 10, 20, 30 Jahre sind. Aber Tennis Borussia hat eben eine über 100-jährige Tradition und das zeigt eben, dass auch ein Berliner Traditionsverein, also der fest verankert ist, in zwei anderen Jahrhunderten schon existiert hat. 1902 ist der Tennis Borussia entstanden. Jedenfalls seitdem, dass Tradition und modernes gesellschaftliches Engagement sich nicht widersprechen müssen. Also man kann ein Berliner Traditionsverein sein und zugleich auch den gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden. Und das ist was Besonderes. Ne? Was andere Vereine, die sich durch Engagement gegen Homophobie hervortun, eben die können nicht auf so eine Tradition zurückblicken oder auf so eine sehr starke Verankerung eben im eigenen Bezirk. Und das hat natürlich auch nochmal einen Multiplikatoreneffekt und eine größere Zielgruppenerreichung, wo wir auch Tennis Borussia für danken. Sehr gut. Es gibt ja auch Geschichten, die vor unserer Kooperation liegen mit dem Lesben- und Schwulenverband. Da ist es die legendäre Fummelfahrt. Also diese Geschichte, dass TB als Sila Schwuchteln beschimpft werden und dass man dann eben gesagt hat, okay, dann reisen wir im Fummel zu einem anderen Verein und haben kein Problem damit, dann als Schwuchteln, Tunden oder wie auch immer beschimpft zu werden und dass das auch die Möglichkeit geschaffen hat für einen Fan, sich zu outen und zu sagen, hey, ich bin schwul und das ist eine ganz tolle Geschichte, die der Tennis Borussia zu erzählen vermag und die auch eben glaubwürdig zeigt, dass dieser Verein eben auch schon vor unserer Kooperation an dem Thema dran war, aber jetzt in dieser Partnerschaft eben Synergieeffekte erzielt werden können, die das noch weiter vorantreiben. Und ja, ich finde das eine sehr schöne Geschichte, die ich mir auch immer wieder habe gerne erzählen lassen. Ich weiß nicht mehr genau, wie mein erstes Verhältnis zu TB sich aufgebaut hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin nach Berlin gezogen und dann gab es dieses Rudo-Spiel, wo ich hin wollte, weil ich gehört habe, dass es da Ärger geben könnte. Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich zu DTB gegangen bin. Aber ich hatte auch vorher schon davon gehört, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe gehört, das ist ein cooler Verein in Berlin, sowas wie St. Pauli, Gott, nur in Berlin. Wenn ich zu Fußball gehe, dann gehe ich zu DB auf jeden Fall und nicht irgendwo anders hin. Also von daher gibt es schon eine Bindung, aber ich habe jetzt nicht sowas wie, ich muss zu TB gehen, weil der Verein mich unbedingt braucht. Ich gehe dahin, weil ich da nicht Leute treffe und nicht, weil ich irgendwie jetzt ultra sportinteressiert bin oder sowas. Ja? Aber es gibt halt schon irgendwie eine Bindung, aber das basiert eben nicht irgendwie auf dem fußballerischen oder sportlichen Aspekt eben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie großartig irgendwas beeinflusst, worüber ich einen Text schreibe. Also das sind so viele Sachen, also irgendwie spielt das bestimmt da auch rein, aber es gab noch keinen Fußballsong oder so, vielleicht kommt das irgendwann, ja. Nein. Nein, also nein. Ich glaube nicht, dass TB oder zum Fußball gehen überhaupt Einfluss auf so Kunst hat, es sei denn, man möchte Fußballlieder schreiben, was meistens in die Hose geht. Also es gibt so wenig gute Fußballlieder, zumindest deutschsprachig. Das wird nie passieren bei Das Flug.
Aber ich glaube, dass es sonst textlich schon ganz gut passt, weil das Flug ja eine sehr negative Band sind, würde ich jetzt mal sagen. Es geht viel um, also textlich neben so politischen Sachen, die persönlichen Sachen sind immer sehr düster. Viel um Versagen. Passt hervorragend zu TB, meiner Meinung nach. Also in der Zeit, wo ich bei TB bin, sind wir 4 Ligen runtergegangen. Also Versagen, number one. Insofern finde ich schon, dass das textlich ganz gut passt. Psychiatrie, wer sich den Verein jahrelang angetan hat. Gut, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, warum die Texte so gut ankommen. Ja. Nee, stimmt. Aber da finden sich die Leute wieder. Versagen und Psychosen. Also diese Verbindung von TB und Musik hat mich schon irgendwie auch zu TB gebracht, weil ich schon so gehört hatte, ja, das ist eher so der, naja, in Anführungsstrichen, Punkerverein, wo halt auch viele Leute schon seit den 70ern hingehen, die damals halt eher Punker waren und nicht zu Hertha gehen konnten oder wollten. Das hat mich dann schon, oder war eine der Dinge, die mich da schon interessiert haben. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es da eben viele Leute gibt, die irgendwie aus dem Musikkontext kommen. Jetzt nicht zwingend Band, aber auch Veranstaltungen. Also diese ganze alte Trinity Crew. Das waren alles Leute, die ich dann ja auch schnell kennengelernt habe. Und das fand ich schon interessant, dass es da durchaus auch so eine gewisse subkulturelle Anbindung gab und gibt. Also so Leute wie Hagen, der ja eine Zeit lang Pressesprecher auch bei TB war. Und für mich waren die Ärzte so die frühesten Kindheitsidole, das fand ich dann natürlich schon ganz cool, dass der dann da plötzlich auch immer stand. Also das hat mich schon auch interessiert, diese Verbindung. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass da 3000 Künstler in der Kurve stehen. Aber vielleicht Leute mit einem ganz guten Musikgeschmack, zum Großteil. Aber diese Verbindung TB-Musik war schon immer da. Also wir haben ja damals auch über diese Connection, dann die TB Rock Single aufgenommen, was bis heute ein großartiger Fußballsong, von denen es nicht allzu viele gibt, ist. Und da kann ich mich schon noch daran erinnern, da war ich noch gar nicht so lange dabei, dass wir damals diesen Song aufgenommen haben, also damals die E-Blocks und mit ein paar Leuten von uns als Background-Chor, das war schon ziemlich abgefahren und ja, da finde ich auch heute noch irgendwie stolz drauf, dass man mich da im Hintergrund hört. Oder auch nicht hört. Also ich finde die Verbindung irgendwie in der alternativen Musikszene insofern schon relevant, als das ja auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist. Zum Beispiel die Stadionmusik. Also bei TB gibt es, seit ich da hingehe, den gleichen Stadionsprecher, Mr. Bangel, der halt einfach coole Musik spielt. Und was, glaube ich, auch so für Leute, mich oder auch Dave oder Leute gerade, Leute, die eben nicht so Fußball interessiert sind, aber gerne einfach mit Freunden Bier trinken gehen und vielleicht auch ein Fußballspiel dazu sehen, natürlich auch ein Grund ist, da wieder zu kommen, wenn da halt coole Musik vor und nach dem Spiel kommt und halt nicht das gleiche Uff-Uff-Geballer, was halt sonst irgendwie bis kurz vor Anpfiff im Olympiastadion zum Beispiel in der Lautstärke läuft, wo du dich ja noch nicht mal mehr unterhalten kannst. Also das ist auf jeden Fall schon, finde ich, da auch eine wichtige Sache. Und das sieht man ja auch daran, dass dann immer wieder diese Verbindung zu alten Berliner Punkrock-Bands da ist. Also sei es jetzt Plan B oder Sur Biers oder was weiß ich. Also dass es da schon noch irgendwie so alte Kanäle gibt, das finde ich natürlich ziemlich interessant. TB lebt sicherlich von alten Zeiten, aber es ist nun mal so, das war bis in die 60er Jahre einfach ein großer Verein. Und wäre TB das nicht gewesen, wäre da heute ja wahrscheinlich auch gar nichts mehr. Also das sind einfach Leute über die Jahre immer mal wieder angedockt, weil es halt eben mal ein großer Verein war. Teilweise haben die da über die Jahre immer noch ein bisschen was aufrechterhalten oder versucht, ja, was Neues, das neu zu besetzen oder so. Aber ich glaube nicht, dass TB wäre, wenn sie Sparta Lichtenberg wären oder irgendein anderer Verein, der jetzt niemals erstklassig war. Ja, die Leute kommen jetzt, die jetzt zu TB kommen, kommen da aus viel verschiedenen Gründen hin. Also einmal, viele haben wahrscheinlich auch Schnauze voll von Bundesliga-Fußball und dem Ganzen drumherum. Viele sehen aber auch, okay, irgendwas muss da ja dran sein, wenn da so viele meiner Freunde hingehen oder weiterer Bekanntenkreis oder sonst irgendwie coole Leute. Klar kommen die dann nicht, weil TB irgendwann mal Bundesliga gespielt hat, aber das ist, ja, ich würde sagen, eine Mischung aus allem, weswegen sich da Leute schon noch selbst jetzt in der eigentlich total uninteressanten 6. Liga Woche für Woche hinbewegen. Und da spielt natürlich sowas wie
so Kleinigkeiten, so klein sie mag, sein mögen, wie Stadionmusik spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Also ich bin fest von überzeugt. Also zunächst, wir treten natürlich gerne auf so TB-Feiern auf, weil das irgendwie unser Verein ist, ist zumindest mein Verein. Mit Abstrichen ist es auch sein Verein. Insofern auf anderen Fanpartys würden wir garantiert eher nicht spielen, weil da haben wir keine Bindung zu. Und ja, das. Und die würden uns wahrscheinlich auch nicht haben wollen. Davon mal abgesehen. Und wir spielen halt schon, wir spielen gerne live. Da ist der Kontext jetzt auch erstmal zweitrangig, aber natürlich spielen wir am liebsten da, wo es coole Leute machen, wo Leute auf uns stehen. Und wenn dann noch eine Sache dazu kommt, dass die Kohle irgendwo für einen guten Zweck hingeht, dann ist das natürlich für uns doppelt cool. Und natürlich muss man auch schon sagen, was Fußballfans oft natürlich auch ganz gut können, ist feiern und rumgrölen und abgehen. Also man merkt es dann manchmal schon, finde ich, bei Konzerten, wenn da so viele Fußballleute, also in unserem Fall dann auch TB-Leute da sind, die dann da abgehen, das merkt man halt auch schon, dass da dann auch nochmal ein bisschen mehr los ist. Das kann man nicht abstreiten, ja. Das kaputteste Konzert, das wir jemals gespielt haben, war Leipzig morgens um 8 Uhr oder 9 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, wir sind ein bisschen zu spät gekommen, es war auf jeden Fall angedacht für 8 Uhr und wir haben auch ungefähr zu der Zeit dann gespielt. Wir sind von Berlin losgefahren, glaube ich 6 Uhr morgens nach Leipzig mit einem Bus voller TB-Fans. Und das Bild, das ich halt dort im, ich weiß nicht mehr genau, wie der Laden hieß, Boot, war halt auf jeden Fall ziemlich desaströs, weil alle total betrunken waren. In Leipzig selbst war gerade eine Techno-Party rum, das heißt, die ganzen kaputten Leute haben sich mit den TB-Leuten vermengt in diesem kleinen Raum. Und ja, das war ziemlich abgefahren, ziemlich früh morgens, ziemlich abgefahren. Ja. Mit das heterogenste Publikum aller Zeiten. Ja. Fertige Druffis, fertige Punker, fertige TB-Fans. Ja. Fertiges Flug. Fertiges Flug. Um 6 Uhr angefangen, Schnaps zu trinken. Ja. Kein Spaß. Wird nicht wieder passieren, war aber trotzdem schön. Am Anfang war es, dass wir die Respect Games mit unterstützt haben. Fußballturnier, was Begegnungen schaffen soll, gerade zu LGBT-Community. Und mittlerweile unterstützen wir mehrere Projekte. Der Verein ist Mitglied im Bündnis für gegen Homophobie. Und auch sonst unterstützen wir die Initiative Rote Karte und versuchen auch in Berlin weiterzuhelfen. Wir arbeiten auch mit anderen Vereinen mittlerweile zusammen. Und Fußballfans gegen Homophobie ist natürlich auch ganz klar mit Tennis Borussia verankert. Eigentlich war es wirklich nur für einen begrenzten Zeitraum eine Aktion von TB geplant gewesen. Alles, was sich daraus entwickelt hat, konnte niemand erahnen. Niemand hat es für möglich gehalten, dass ein Banner, was von einem Fußballverein kommt, dann den Weg in andere Ultra-Fanszenen findet. Dass sich andere Ultra-Fanszenen Banner an den Zaun hängen, erstmal mit der Botschaft. Und es ist letztendlich wirklich zum Selbstläufer geworden, ist zu einer eigenen Marke geworden. Dieses Label Fußballfans gegen Homophobie ist mittlerweile wirklich weltweit vertreten. Wir bekommen Nachrichten aus Montreal, aus den USA. Wir haben jetzt gerade eine Initiative in Mexiko, die sich dort gegründet hat. Also es haben sich zahlreiche Initiativen auch darauf gegründet und auch die Idee des Wanderbanners wurde schon adaptiert. Das heißt, es gibt ein ähnliches Banner im Eishockey beispielsweise und dort ist die Initiative letztendlich auch ein Vorbild geworden und zeigt auch, wie aktiv Fußballfans sind und dass Fußballfans letztendlich auch eine, für mich definitiv eine Vorreiterrolle einnehmen bei dem Thema. Ich denke, dass so eine Initiative sicherlich auch woanders hätte entstehen können. Beispielsweise bei Roter Stern Leipzig oder vielleicht auch bei einem größeren Fußballverein, Werder Bremen, St. Pauli, also die klassischen Vereine, könnte man sich genauso gut vorstellen. Ob sie dann genauso erfolgreich gewesen wäre, kann man nicht sagen. Vielleicht waren wir einfach nur mit dem richtigen Spruch, mit dem richtigen Bild, mit dem richtigen Motiv zur richtigen Zeit dort. Aber ich glaube, dass wir halt auch eine Sonderrolle einfach eingenommen haben. Dass uns der Zugang leichter gemacht wurde, weil wir keine Befindlichkeiten zu anderen Fußballfanszenen hatten. Und so ist halt der Fokus eher auf die Initiative gerichtet, als wo kommt denn die Initiative eigentlich her? Und wie gesagt, letztendlich, klar, der Ursprung ist Tennis Borussia Berlin, aber was daraus geworden ist, und das konnte auch nur dadurch entstehen, dass halt sich viele Ultra-Fanszenen auch
für das Thema stark gemacht haben in der Zeit und auch dieses Label halt für sich als Marke genommen haben. Ja, am Anfang war es so, dass einer es machen musste. Wir einfach die Idee auch hatten. Ich hatte damals die ersten Vereine angeschrieben. Wir hatten uns mit Fangruppen ausgetauscht, zu denen wir eh Freundschaften hatten. Aber was mich dann auch zusätzlich motiviert hat, und ist halt zu sehen, was aus dieser Initiative geworden ist. Dass er, als die ersten Anfragen kamen, beispielsweise von HSV oder dann auch aus Luxemburg, Jonas Esch. Und heute zu sehen, wie sich diese ganze Kampagne entwickelt, um den gesamten Globus herum, dass Fußballfans auf die Initiative aufmerksam werden, aber auch über den Sport hinaus, über den Fußball hinaus, dass das ein gesellschaftliches Thema auch einfach wird und wir mit dem Fußball dieses Thema auch transportieren können. Und zu zeigen, dass Fußballfans nicht so schlimm sind, wie sie oft in den Medien dargestellt werden, sondern halt auch eine Vorreiterrolle einnehmen können. Das ist ja nicht nur beim Thema Homophobie so, sondern es ist ja auch bei anderen Diskriminierungsthemen so, dass sich Fußballfans gegen Rassismus stark machen, für Flüchtlinge etc., was alles gesellschaftliche Themen sind, die aus dem Fußball nicht herauszudenken sind. Man hätte es niemals so planen können, diesen Erfolg. Mir hat das einer vor 5 Jahren gesagt, ihr werdet irgendwann mal in Mexiko sein, es wird eine Initiative in Schweden geben, in Norwegen und etc. Hätte ich kein Wort geglaubt. Also mir wären damals vielleicht eine Handvoll von Vereinen eingefallen, die daran mitwirken hätten können oder wo ich gesagt hätte, okay, die setzen sich für das Thema ein. Aber letztendlich stark geworden ist die Initiative wirklich aufgrund dessen, dass wir halt von so vielen Fangruppen auch unterstützt werden. Es finden ja auch an den einzelnen Orten ja nicht nur die Banneraktionen statt, also dass das Banner im Stadion hängt, sondern es finden Veranstaltungen mit Vereinen statt, es werden Hefte, Texte für Stadionhefte geschrieben, es werden Vorträge organisiert, ganze Choreos. Also da steckt viel, viel mehr dahinter und letztendlich sehen wir auch, was wir damit bewegen. Mit jeder einzelnen Station, mit jeder einzelnen Aktion, die stattfindet, erreichen wir auch die Menschen noch weiter. Und ich glaube, dass vor allen Dingen die Stärke ist, dass wir glaubhaft sind. Für mich hat der Fußball vor allen Dingen auch eine absolute Strahlkraft. Der Fußball steht auch für bestimmte Werte, auch wenn sie oft nicht so vertreten werden und auch nicht so unterstützt werden, aber letztendlich ist die Idee des Fußballs, dass Menschen zusammenkommen, gemeinsam Fußball spielen und in diesen 90 Minuten auch egal ist, wer auf dem Platz steht, sondern das reine Sportliche im Vordergrund steht. Und von daher finde ich es halt auch wichtig, dass man auch als Fußballverein ein Zeichen setzt und sich auch für Antidiskriminierungsthemen stark macht und den Zugang zum Stadion, zum Sport allen ermöglicht. Und dass der Fußball sollte auf keinen Fall Menschen ausgrenzen. Ja, ich bin Bart, 26 Jahre alt, seit 2004 bei TB, also da war mein erstes Spiel bewusst, sage ich jetzt mal. Das war sogar gegen Union in dem Fall, im Pauschpokal müsste das gewesen sein, im Mommse, wo es dann auch noch richtig zur Ausschreitung kam mit Pyros von Union auf der Tribüne und Banner wurden verbrannt, die aus dem damaligen Fanladen geklaut wurden, Pyros aufs Feld geschossen, Pfeffereinsatz im Block, also das volle Programm, sage ich mal, für erstes Spiel, mehr oder weniger. Man ist ja dabei geblieben, hängen geblieben. Es hat einen gepackt. Man hat gute und schlechte Phasenzeiten und man war normaler Fan, hat sich für die Spiele interessiert, fand das Umfeld nett, angenehm, das Politische. Und es hat sich dann jetzt bei mir auf jeden Fall in den Laufe der Jahre immer mehr entwickelt und man hat sich immer mehr im Verein eingebracht. Genau, und jetzt bin ich mehr oder weniger jetzt, abgesehen vom Fan-Dasein, auch so ein halber ehrenamtlicher Mitarbeiter. Also momentan ist es so, dass ich die Arbeit sehr gerne mitmache, um halt den Verein mit zu unterstützen.
in der Geschäftsstelle, je nachdem. Jetzt waren es in letzter Zeit Sachen wie Renovierung und Ausmisten von altem Sperrmüll. Neben den ganzen ehrenamtlichen Dingen, sage ich mal, die dann dazukommen, ist man natürlich immer noch Fan, normaler Fan. Und da ist es jetzt so, dass ich auch bei TBF bin. Also TBF ausgesprochen ist ja Tennis Borussia aktive Fans. Hat sich in den Ende 90er, Anfang 2000ern gegründet. Also Mitglied bin ich schon seit auch 8 Jahren, glaube ich, bei TBF in der Abteilung, aber im Vorstand seit 3 Jahren. Ursprünglich als Ultrascheißbeauftragter, der Name sagt schon, für Ultra-Kram zuständig. Ist eine offizielle Abteilung des Vereins, also jetzt nicht als Fanclub anzusehen oder sonst was, sondern wirklich eine offizielle Abteilung, wo es aber natürlich schon primär darum geht, die Leute zu sammeln, zu vereinen, die quasi dieses aktive Fanleben so ein bisschen interessiert oder auch haben wollen, plus natürlich dann auch Stimmberechtigung bei der Mitgliederversammlung. TBF sind definitiv Leute, die alle oder viele oder einige ehrenamtlich halt auch Sachen machen. Ja, man muss jetzt nicht natürlich TBF-Mitglied sein, um ehrenamtlich was im Verein zu machen. Aber das ergibt sich halt in dem Fall, weil die Leute halt nah am Verein dran sind und das halt alles mitkriegen. Es gibt auch welche, die halt, sag ich mal, nur konsumieren so, und die Abteilung halt unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft, aber sonst halt sich raushalten, das ist auch jedem selbst überlassen. Oder jeder. Vorm Fanladen und vor der Geschäftsstelle, die ja jetzt in den letzten Monaten primär als Baustelle galten, gab es ja sehr lange Zeit lang wie SFTB. Ausgesprochen ist es ja, abgekürzt heißt es West, auch genannt. Hat sich schon das im Kern von Leuten von TBF auch gegründet, um halt erstmal zu schauen, wie man den Verein retten kann, da es quasi bergab ging. Bergab ging es ja dann schlussendlich 2011 mit der Insolvenz wieder. Und dann stand halt natürlich davor, wie rettet man den Verein? So. Und das war halt Fokus und Ziel dieser Kampagne. USFTB war dann sehr medienmäßig unterwegs, dass man versucht hat, viele normale oder auch bekannte Leute zu animieren, sage ich mal, oder zu anzufragen, ob die nicht halt für TB werben können, nette Worte verlieren können. Gab es dann halt diese YouTube-Clips, so, die dann halt auch bei Facebook zu sehen waren oder sonst wo, wo halt diverse Bands mitgemacht haben, alte Spieler haben mitgemacht. Also es hat definitiv geholfen, den Verein am Leben zu halten und wieder sozusagen in die Gedanken zu holen, sprich, dass er nicht tot geht und vergessen wird, sondern Leute haben ihn dadurch wieder in Erinnerung geholt, sprich, durch die Geschichte, sei es halt mit Hans Rosenthal, sei es die sportlichen Erfolge, die es ja auch gab in den 70ern oder auch 2000ern, die dann natürlich auch durch scheiß Insolvenzen geprägt waren. Aber TB war halt immer Name und das wurde dadurch auch, denke ich mal, ein Stück weit verhindert, dass er vergessen wurde und ist halt so durch in Erinnerung geblieben, aber das war halt ein Ziel oder das ist gelungen. Das andere war halt, Geld zu akquirieren oder auch vielleicht zu finden, aber das war jetzt nicht so, dass es man jetzt im Geld schwimmt, aber das ist auch in Ordnung. Ja, Stichwort Fanland ist bei SCB, glaube ich, eine spannende Geschichte. Ganz, ganz früher, zu Anfangszeiten, ich behaupte mal, das waren die 90er, da war ich noch nicht da, also nicht bei TB. Da gab es meines Wissens am Stutti eine Kneipe, wo TB einen Hinterraum hatte, um sich zu treffen. Dann gab es auch eine Art Fanladen im Stadion, im jetzigen Fanshop. Wie jetzt genau die zeitlichen Schritte sind, weiß ich nicht, aber ich schätze mal, von 2002/2003 bis 2006/2007 gab es halt den Fanladen im S-Bahnhof, im Eichkamp, in den S-Bahn-Räumlichkeiten. Das Ding habe ich noch minimal in Erinnerung, war ein geiler Schuppen, sehr klein zwar, aber halt von der Gestaltung her Fußballsachen überall und TB, alte TB-Sachen, ein Kicker stand drin. Das war halt immer quasi auf dem Weg zum Stadion, man konnte sich treffen, kurz mal schnacken, vor dem Spiel, nach dem Spiel.
Genau, das Ding wurde ja auch schon kurz erwähnt, einmal von Union angegriffen, wo auch mal Banner geklaut wurden. Und schlussendlich in einem Rechtsstreit, aufgrund auch von Brandschutzmängeln und so weiter, weil das Ding ist ja extrem alt, dieses Eichkampfgebäude, hat man halt die Mietverträge gekündigt bekommen. Genau, dann gab es jahrelang gar kein Fanlern und Ende 2014, Oktober, November, haben wir einen neuen Fanladen gefunden, aufgemacht. Es war aber von vornherein klar, dass diese Räumlichkeiten wir selber finanzieren müssen und quasi instand halten müssen, was aber auch Renovierungsarbeiten beansprucht hat im Vorfeld, vom undichten Stellen im Dach. Natürlich haben wir dann innen auch gestrichen, damit es halt ein bisschen gemütlicher wird und Vereinsfarben hat, also sprich lila natürlich. Kleinere Bauarbeiten, um halt eine gemütliche Sitzecke zu haben und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die halt nicht drin waren, weil es halt ein leerer Raum war quasi. Und die haben wir dann innerhalb diesen 2-3 Monaten, seit der Schlüsselübergabe bis zur Eröffnung, mühsam hinbekommen. Ein primäres Ziel ist natürlich, dass sich die Leute einfach sich halt gemütlich, entspannt bei einem Bierchen, bei einer Limo, bei einem Getränk oder auch ohne, wie auch immer, in Ruhe unterhalten, kennenzulernen, zu schnacken oder auch einfach das Spiel nochmal zu genießen, Revue passieren zu lassen und zu freuen, was passiert ist, wie das Spiel war. Aber wie lernt man Leute kennen, wie lernen die Leute uns kennen, sprich die Jahre dabei sind. Für viele fällt es, glaube ich, einfach leichter, halt in einem gemütlichen Getränk oder Beisammensein nach dem Spiel, als quasi zwischen Tür und Angel im Stadion, wenn vielleicht die Leute, die eh viel machen und eingespannt sind, eh vielleicht hektisch sind oder genervt, gestresst und auch gar keine Ruhe dafür haben. Denke ich, hoffe ich, dass es halt im Fan dann eine Möglichkeit ist, so dass halt die Leute auch zueinander finden oder sich einander vorgestellt werden. Es sind ja diverse Möglichkeiten. Ich finde ja die Mischung halt extrem wichtig und auch besonders. Also das ist halt mein Wunsch auch selber ist und hoffe, dass den Leuten das auch bewusst ist, weil sie deshalb auch zur CB kommen oder auch bleiben. Dieses einerseits Entspannte beim Fußball, sprich man kommt ins Stadion und kann einfach sein Spielchen gucken und natürlich sich in den Singbereich stellen, sage ich jetzt mal, aber auch 5 Meter weiter stehen und halt mit seinem Kumpel oder seiner Freundin oder seiner Bekannten quatschen. Und dabei aber auch natürlich das doch schon politisch nicht vergisst, sondern halt sich bewusst macht, warum man auch hier ist und sagt, dass man für gewisse Dinge einsteht. Und das, denke ich, macht es vielleicht, das Gesamte macht es halt in dem Fall besonders. Ja, ich bin der sogenannte Leiter von unserem Ordnungsdienst bei Tennis Borussia Berlin. Ich bin im Grunde genommen dafür da, dass unser Spiel und unsere Zuschauer sich sicher fühlen und das Ganze sicher über die Bühne läuft. Zu TB, also wie ich zu TB gekommen bin, wie viele andere auch, seit vielen, vielen Jahren Fußball begeistert, seit kleiner Junge eigentlich, selbstverständlich. War ich niemals Hertha-Fan. Nein, ist gelogen. So eine Zeit lang bin ich irgendwie zu Hertha. Das hat dann so im älteren Jugendalter aufgehört, als ich also auch so langsam mich politisch etwas interessiert hatte und dafür auch ein Bewusstsein entwickelt hatte. Mir gefielen einfach bestimmte Rahmenbedingungen und auch bestimmte Situationen dort einfach nicht, insbesondere was Gästezulauf dort betraf. Dann hat mich erstmal für Berlin lange Zeit nicht weiter ein Verein interessiert. St. Pauli war dann für mich eine Zeit lang so in gewisser Weise Anlauf. Wenn ich mal das Geld hatte, bin ich auch öfter mal nach Hamburg hoch. Und eigentlich kam es eher mal durch einen Zufall, durch ein Gespräch auf einer Demo, dass ich irgendwie mit Fans von TB ins Gespräch kam. Und
mir da eigentlich durch dieses Gespräch bekannt gemacht wurde oder mir näher erläutert wurde, dass hier die Uhren etwas anders ticken. Und das hat mich gereizt und bin dann Ende der 90er, ungefähr 2000, spätestens 2000, seitdem komme ich regelmäßig zum Spielen von Tennis Borussia. Auch weil hier, oder gerade weil wir hier eine Fanszene haben, die sich einfach mal ganz anders aufstellt, sich anders darstellt und auch großen Wert drauf legt. Insbesondere aufgrund von negativen Erfahrungen, die ja viele von unseren Fans auch kennen. Wie viele wissen, gab es oft Situationen, dass wir nicht nur angefeindet, sondern auch manchmal sogar angegriffen wurden. Und diesbezüglich bedurfte es einer konkreten Struktur. Insbesondere sich am Einlass entsprechend organisiert aufzustellen und vermehrt auf, sag mal, Klientel zu achten, wo schon eine gewisse Kenntnis bedarf. Und das ist mir aufgefallen, dass es da mangelt. Und das war letzten Endes eigentlich mein Entschluss, mich hier einzubringen. Die Stadionordnung an sich ist ja nicht ausreichend gewesen. Es gab immer wieder mal Anregungen und auch Bestrebungen, die zu erweitern. Das führte letzten Endes zu unserem sogenannten erweiterten Selbstverständnis, in dem halt auch festgelegt wurde, dass insbesondere Besucher oder Besucherinnen, die der rechtsextremen organisierten Szene zuzuordnen sind, dass diese Personen hier keinen Zutritt bekommen. Und auch des Weiteren wurde Wert darauf gelegt, dass Kleidungsstücke, die der rechten Szene zuzurechnen sind oder zuzuordnen sind, hier auch nicht mehr erwünscht sind. Inklusive bestimmtes Verhalten wurde definiert, ob es jetzt gegen eine sexuelle Orientierung, ob es gegen eine Hautfarbe geht. All dies wurde in unserem erweiterten Selbstverständnis aufgenommen und das müssen wir auch und wollen wir insbesondere am Einlass umsetzen. Ja, ich mache es halt für den Verein und auch für unsere Fans. Und dafür mache ich es gern. Ist halt auch nicht eben ein Verein wie jeder andere und für jeden anderen Verein würde ich es auch nicht machen. Bei TB bin ich gelandet, durch wo nach der Göttinger Gruppe dieses Lokal neu bewirtschaftet wurde. Und durch diesen Wirt, weil wir in diesem Lokal ja immer auch Gäste waren, nur habe ich einen kennengelernt, der, mit dem ich jetzt den Weg bis jetzt gegangen bin und mein Freund geworden ist. Und das ist der Lothar Krüger. Und so bin ich eigentlich hierher gekommen und habe verschiedene Wirte kennengelernt, aber immer für TB. Und zu TB kam ich, weil die Fans mich zu Hause angerufen haben, ob ich nicht wieder kommen will. Da sage ich, ich arbeite nicht für jeden Wirt oder ich stelle mich dahin. Aber weil die Fans waren, die mich haben wollten, haben sie es bis zum heutigen Zeitpunkt geschafft, dass ich da bin. Und das besondere Verhältnis ist eigentlich über Jahre entstanden. Über Jahre, wenn du über Jahre eigentlich immer fair behandelt wirst, anständig behandelt wirst, versuchst du das Gleiche und du hast eine Freude, für die auch etwas zu machen. Ja, weil so ein Fanleben kannte ich in der Zeit, wo ich nach Berlin kam, nirgends. Da ich aus Bayern komme, habe ich hier, genauso wie die Buben, das ist wie so eine Heimat geworden. Ne? Und so ist halt einfach ein Verhältnis entstanden, das man eigentlich nicht missen will. Weil es einfach eine tolle Zeit war, bis zum heutigen Zeitpunkt. In diesen Jahrzehnten, wo ja auch manche wieder weggegangen sind und so, da ist schon was hängen geblieben. Ja? Und wenn sie dann auf Urlaub nach Berlin kommen, dann kommen sie ins Mommsenstadion und sagen, mal schauen, ob der alte Biber noch da ist. So war das, so ist es.
Und ich freue mich immer wieder, wenn ich einen sehe, egal wo er herkommt. Ja? Diese Fans tun mich einfach faszinieren. Mit ihren Ideen und mit ihrem Sozialverhalten, was ich eigentlich vom Fußball gar nicht so kenne. Dieses Sozialverhalten von denen, für was sie sich alles engagieren, was bei anderen Leuten vielleicht gar nicht so, so wichtig ist oder wo man Tabuthemen draus macht, das sagen diese Fans dir ins Gesicht und handeln auch in ihrem, mit gutem Gewissen, glaube ich, wenn sie für Aussiedler ihre Becher sammeln, um das Geld darüber zu stecken, wenn sie sich für nicht so Gleichgesinnte, so, weil nicht jeder nur eine Mama und einen Papa haben muss, sondern dass auch, ich weiß nicht, wie ich das richtig sagen soll, dass halt auch Schwule und Lesben ihr Dasein haben und zwar auch bei Fußball das haben sollen. Und wenn man sich dafür engagiert, finde ich schon bemerkenswert. Ich glaube, es machen nicht viele Menschen. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht in diesen Fans verschiedene Gruppen sind, aber engagieren tun sich hier irgendwie fast alle irgendwie. Irgendwie tut sich jeder Einzelne oder jede Gruppe engagieren. Sprich jetzt Aussiedler oder sprich irgendwas anderes Soziales oder jeder hat, glaube ich, jede Gruppe tut irgendwas, was eigentlich für den Verein gut tut. Irgendwas Gutes Soziales. Die meisten Menschen scheißen sich da heute nichts mehr. Um den anderen, um deinen Nächsten. Wer kümmert sich da heute noch? Da sind Leute dabei, die kümmern sich drum. Das macht das Dasein hier lebenswert. Mir bleiben natürlich mehrere Sachen im Kopf. Mir bleiben die Sachen im Kopf, dass sie mich akzeptieren, aber es nicht auf der Fußballebene, sondern dass sie mir auch ihre Wehwehchen, ihren Kummer, wo sie haben oder wo sie jeder Mensch dem passieren kann, wenn der Papa stirbt oder wenn irgend sowas ist, dass die einen mit einbeziehen, was sie gar nicht müssen. Dass die sich einen Bayern suchen, der bei DB dem das Bier ausschenkt. Und darüber fühle ich mich geehrt. Ja? Und mir tut jeder Fan leid, der sich den Fuß gebrochen hat, der irgendeine Krankheit hat oder irgendwas, oder jeder, der nicht mehr bei uns ist, mir tut es um jeden leid. Und damit dabei zu sein und ein Stein in dieser Kette zu sein, macht mich stolz. Eigentlich komme ich mir oft wie der Papa der Fans vor. Denn ich bin hier in der Kurve schon einer der Ältesten. Eigentlich sind das alles meine Buben. Ich sag auch zu denen meine Buben. Ja? Weil im Grunde genommen sind das durch die alle. Wenn der Altersunterschied so groß ist, dann sind das Buben. Es ist ja nett gemeint. Es ist nicht so, dass das kleine Jungs werden. Es ist einfach so gemeint, weil man sie mag. Und im Laufe der Zeit mag man sie. Das ist ganz normal. Das werden wie kleine Freunde. Die gehen nicht vorbei und gucken mich nicht an. Die sagen Servus, Biber. Ja, und das finde ich toll. So muss es sein. Aber ich glaube, so muss ein Verhalten auch sein, mit dem Mann, der hinter ihnen steht und alles tut, damit sie kein schales Bier kriegen und keine kalten Brezel, sondern dafür alles tut, damit es ihnen auch gut geht. Ich bin zu TB gekommen, natürlich als interessierter Fußballfan, die rundum liegenden Vereine schon länger beobachtend, indem ich ein Fußballturnier besuchte. Das war 2007 in der Wittenberger Stadthalle. Da lud der FC Grün-Weiß Pistols ein, unter anderem auch TB.
Und ich hatte nichts anderes zu tun an dem Tag, bin hin, guckte mir das an und erstaunlicherweise waren dort eine relativ große Gruppe TB-Fans, die durch relativ lustigen, gewaltfreien, selbstironischen Support auf sich aufmerksam machten, was ich natürlich sehr sympathisch fand. Ich dachte, guckst du dir mal die Sache im Internet an, habe recherchiert über die Fanszene, über den Verein an sich und dachte dann relativ schnell, das könnte mein Verein sein. Na gut, mir gefällt eigentlich auch die Stadt Berlin, das wird vielleicht nicht jeder nachvollziehen können, aber ich mag keine so extrem fertigen, durchgestylten Städte. Deswegen, Berlin hat schöne Ecken, Berlin hat Krawallecken, Berlin hat schmuddelige Ecken und das gefällt mir so ein bisschen. Ich war deswegen auch anfangs, als es dann nach der Wende möglich war, ab und zu mal bei Hertha. Was mir dort aber ja nicht gefiel, war so ein bisschen das Gewalt- und Prolo-Potenzial dort. Mir fehlte so ein bisschen der Spaß dabei und mir fehlten dort auch die Gespräche fernab des Fußballs über Politik, Kultur, Literatur zum Beispiel. Das habe ich zum Glück bei TB. Nun muss man natürlich während des Fußballs nicht über den letzten Literatur-Nobelpreisträger philosophieren. Da sollte man schon Fußball gucken, was auch gemacht wird. Aber davor und danach anregende Gespräche, das finde ich einfach nett. Was TB noch so sympathisch macht, ist halt dieses ein bisschen Underdog-mäßige. Also ich habe dort keine Multifunktionsarena, ich habe dort keine ständigen Zwischendurchsagen, diese Ecke wird sponsort von XY, ich habe kein Vorprogramm, kein Zwischenprogramm, ich habe einfach nur Fußball in einem netten, nicht zu modernen Stadion. Das ist das, was mir sehr gefällt. Das wäre natürlich mit mehreren Aufstiegen hintereinander dann leider weg. Gut, die Gefahr des mehrmaligen Aufstieges ist relativ gering. Sollte es dann aber so sein, werden sicher die Menschen die gleichen bleiben, die netten Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Wichtig für mich wäre, dass der Verein an sich der gleiche bleibt. Also, dass die handelnden Personen die gleichen sind und sich natürlich den ein oder anderen Sponsor angeln. Mir ist klar, dass es ohne die nicht geht, aber dass der Verein nicht fremdbestimmt wird durch andere Geldgeber. Da ich ja nun auch in der Berlin-Liga relativ oft zu TB pendle, wird sich das natürlich ein, zwei Ligen höher nicht ändern. Im Gegenteil, soweit es meine Zeit erlaubt, bin ich halt immer da. Ich glaube schon, dass TB da ein bisschen eine Sonderstellung hat. TB hat sehr viele oder relativ viele auswärtige Fans, die nun nicht jede Woche pendeln, so wie ich meistens, aber doch von weit her und die den Verein von weit her auch beobachten. Sei es, weil sie früher in Berlin gewohnt haben und TB-Fans waren, oder sei es, dass sie eben wie ich den Verein und die Szene ganz nett finden. Aber es gibt sicherlich wenige Vereine, die auf so einer breiten Basis stehen, trotz des relativen Niedergangs in den letzten Jahren. Na gut, das Fußballerlebnis beginnt ja schon während der Fahrt. Also das Fußballerlebnis beginnt, wenn man zu Hause guckt, jetzt in 10 Minuten muss ich los, um den Zug zu schaffen. Dann schnappe ich meinen lila-weißen Schal, ziehe mir ein Trikot über und nehme meine Mütze und radle zum Bahnhof. Das ist ja schon ein Teil des Fußballerlebnisses. Und dann während der Fahrt, man guckt halt nochmal im Netz, im Forum, was gibt es Aktuelles, findet das Spiel überhaupt statt? Es gab ja auch schon Situationen, wo ich schon in Berlin war und dann wurde das Spiel abgesagt wegen 3 Regentropfen. Also das Erlebnis des TB-Spiels beginnt schon weit vorher. Sicherlich wäre es schon zeitlich von Vorteil, wenn mein Lieblingsverein mit dem Fahrrad in 10 Minuten zu erreichen wäre. Was natürlich da nichts ändern würde, dass ich zu Auswärtsfahrten halt fahren müsste. Bei TB ist jede Fahrt für mich eine Auswärtsfahrt, aber es stört mich halt nicht. Also das kennen sicherlich ganz viele Fußballfans, wenn man sich einen Verein ausgesucht hat oder der Verein sucht ja bekanntlich den Fan aus, dann ist es egal, wo der spielt, wann der spielt, wenn man Zeit hat und sich die Zeit nehmen kann, fährt man halt hin.
Also das politische Engagement im weitesten Sinne der TB-Fanszene und auch, man kann sagen, des Gesamtvereins ist mitentscheidend für mich, dass ich mich genauso engagiere und viel Zeit investiere, gerade weil sie sich dadurch abheben von anderen. Also ich als jahrzehntelanger Fußballfan, ich könnte niemals in der Kurve stehen und neben mir jubelt ein Nazi über ein Tor meiner Mannschaft. Das ginge nicht, da würde ich nach Hause gehen. Und deshalb ist dieses Engagement kein i-Tüpfelchen, sondern mitentscheidend dafür, dass ich überhaupt bei TB bin. Ich bin Nils, gehe seit 6 Jahren zu Tennis Borussia, bin damals von Bielefeld zum Studieren nach Berlin gezogen und arbeite mittlerweile als persönliche Assistenz und verbringe viel Zeit mit Tennis Borussia Berlin. Also zum TB-Fan war es ein sehr langer Weg. Ich war damals schon in Bielefeld, wo ich geboren wurde, in meinem Stadion und hatte mit der aktiven Szene nichts zu tun. Wollte weiter Fußball gucken in Berlin, hatte mir schon Union, Babelsberg und so weiter angeguckt. Bin dann beim Auswärtsspiel beim BFC Dynamo gelandet, im Tennis Borussia Block mit sage und schreibe 15 TB-Fans, da die anderen alle lieber zur zweiten gegangen sind. Und war trotzdem eine sehr lustige und angenehme Atmosphäre, zumindest im Auswärtsblock. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr ironisch. Und ja, dann bin ich ab und zu zum Heimspiel gegangen und das war dann so über 2 Jahre, war ich eher Gelegenheitsbesucher zum Bierchen trinken und ein bisschen Fußball gucken. Meine Anfänge als aktiver Fan, es war ein sehr schleichender Prozess. Ich kann überhaupt keinen Zeitpunkt nennen, wann das wirklich losgegangen ist. Ich habe irgendwann einige TB-Fans beim Hallenturnier kennengelernt, war dann regelmäßig im Stadion, habe dann die ersten Aufgaben übernommen, die mir überhaupt nicht bewusst sind. Wahrscheinlich auf Partys irgendwelche Schichten gemacht. Bin früher zu den Treffpunkten und zur gemeinsamen Anreise und dann wurde das immer mehr. Und habe dann irgendwann mit einem Freund zusammen mich ums Merch gekümmert. Das heißt bei Fanturnieren, Fancups, das Merch verkauft, was wir mitgebracht hatten. Und war dann auf den Fantreffen und habe dann immer mehr Aufgaben übernommen. Und war dann wahrscheinlich so innerhalb von einem halben Jahr, dass ich es gar nicht mitbekommen habe, wie ich dann auf einmal da ziemlich reingerutscht bin. Eine Motivation war auf keinen Fall da, eher im Gegenteil. Ich hatte in Bielefeld jahrelang Konzerte gemacht im Autonomen Zentrum, hatte mich da ziemlich aufgerieben und bin eigentlich mit der festen Überzeugung nach Berlin zu ziehen, dass ich mir sowas nicht mehr ans Bein binde und einfach irgendwie mal mir andere Freizeitaktivitäten suche. Und nicht immer alles für irgendwelche Szenen, Konzerte etc. opfere. Es hat dann nicht ganz so gut funktioniert. Ich glaube, für mich das Besondere ist wirklich, dass der Verein komplett mitzieht. Das heißt, die Spieler sind schon mit Refugees Welcome T-Shirts aufgelaufen. Der Verein gibt uns sofort sein Go, wenn wir sagen, wir hätten gerne 25, 30 Freikarten für Geflüchtete. Es wird auf der Homepage beworben, etc. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Ich weiß halt nicht, ob das zum Beispiel noch in der dritten Liga möglich wäre oder in der zweiten mit einem anderen Vorstand, vielleicht sportlich mehr Erfolg. Keine Ahnung, ob das möglich wäre. Ich vermute schon bei unserem Verein, aber es wird sich vielleicht noch herausstellen. Was TB ausmacht, erst mal die Frage nach dem TB-Spirit oder etc. Ich glaube, es sind ganz viele Sachen. Also einmal, mittlerweile ein Großteil meines Freundeskreises hat sich über TB gebildet. Viele Leute haben früher ähnliche Sachen gemacht wie ich, sind auf Punk-Hardcore-Konzerte gefahren, haben Konzerte organisiert, so wie ich. Das ist immer schon mal so ein Berührungspunkt. Wir gehen aufs Mai-Fest zu Konzerten und sind auf einmal 30 Leute, die aus dem Block darüber wandern und sich Bands angucken. Alle sehr fußballaffin sind. Das ist schon sehr selten in der Punk-Szene, zumindest so wie ich sie kennengelernt habe. Das macht es für mich in erster Linie aus. Oder die Kontakte ins Ausland, die sich über unsere vielen Touren halt irgendwie ergeben. Das ist das, was für mich TB ausmacht, was für mich die Fanszene ausmacht, dass sie sehr offen ist.
was für mich den Verein ausmacht. Also ohne die Fanszene würde ich behaupten, wäre ich kein Tennis Borussia-Fan geworden. Auch wenn ich den Verein immer schon verfolgt habe. Durch meine Fußballaffinität liegt das, glaube ich, aber eher daran, dass ich halt wusste, dass es halt eine kleine, aktive, sympathische Fanszene gibt. Und nicht, dass der Verein Bundesliga gespielt hat in den 70ern und in den Ende 90er fast in die erste Liga aufgestiegen wäre. Also die Entwicklung der Fanszene in den letzten 4 Jahren in der Berlin-Liga ist lustigerweise zum sportlichen Niedergang eher nach oben gegangen. Das heißt, wir haben unsere Zuschauerzahlen gesteigert, deutlich gesteigert die Saison, was natürlich auch mit den Topspielen zu tun hatte, wo dann auf einmal 2000 Leute anstatt wie vor 4 Jahren noch 200 Leute kamen. Die aktiven Szene hat sich schon verändert. Es sind immer wieder Leute raus und rein. Jeder hat auch seine Bereiche. Es gibt halt auch Aktive, die halt irgendwie gar nicht so ins Gewicht fallen, die das einfach irgendwie in ihrem stillen Kämmerlein machen. Fanentwicklung finde ich für so einen kleinen Sechstliga-Verein wirklich ziemlich krass. Also einfach mal in 4 Jahren um 200 Zuschauer mehr den Schnitt zu steigern, ist, glaube ich, schon echt ein Erfolg. Ich glaube, ein großer Punkt, warum wir so viel Zuwachs haben, ist wirklich die mediale Berichterstattung, die für einen Sechstligisten, glaube ich, einmalig ist. Wir haben regelmäßig Interviews oder Berichte in großen bekannten Sport- und Fußballkulturzeitungen, was von Österreich, Schweiz bis sämtliche relevanten Fußballzeitungen in Deutschland, glaube ich, einschließt. Das heißt, TB wird wahrgenommen, sowohl von den Medien als auch vielleicht auch im Stadtbild oder in der Stadt. Das ist, glaube ich, eine große Frage, wie weit TB wirklich in Berlin stattfindet. Aber zumindest medial sind wir ziemlich gut aufgestellt, was, glaube ich, durch unsere vielseitigen Aktionen kommt, auch durch Vereinsaktionen, durch Fanaktionen, irgendwie auch zum 111. Geburtstag irgendwie eine große Party gemacht, die in ziemlich vielen Musik- und Kulturzeitschriften beworben wurde, was irgendwie den Verein auch noch mal in Erinnerung ruft. Wir sind bei Straßenfesten aktiv, versuchen uns halt immer zu zeigen. Und ich glaube, das hat auch zum Zuschauerzuspruch beigetragen. Die Gründe, warum Leute zu TB gehen, wenn man nicht, also ich würde, glaube ich, erstmal sagen, dass lustigerweise ein Großteil der neuen Leute, die jetzt zu TB kommen, überhaupt keine Berliner sind, sondern zugezogene, so wie ich, die, glaube ich, weiter gerne Fußball gucken wollen, entspannt ihr Bier trinken möchten und halt keine Lust auf Olympiastadion oder dieses komische Ding hinter Friedrichshain hat. Gründe sind, glaube ich, ziemlich vielfältig. Ich würde sagen, alle sind nicht so politisiert wie ich, irgendwie, was irgendwie schon mal den ersten Ausschlag für mich gegeben hat, irgendwie, warum ich mich überhaupt mit dem Verein befasst habe oder mit der Fanszene. Das zweite war natürlich irgendwie das Entspannte. Ich glaube einfach, dass TB-Sein ziemlich häufig erst so mit Mitte 20 anfängt, wo Leute vielleicht sich schon ihr Rauditum abgestoßen haben und ja, einfach irgendwie die Atmosphäre genießen wollen und keine Ahnung, vielleicht einfach durch Freunde mitgenommen wurden, die gesagt haben, das ist total nett, komm doch mal mit, und die dann immer öfters kommen, glaube ich, dass das schon irgendwie ein großer Faktor ist, erstmal überhaupt hier mit hingenommen zu werden, weil das ja auch nicht so zentral ist. Ich weiß auch, dass es bei mir ein halbes Jahr gedauert hat, bis ich überhaupt ein TB-Spiel gesehen habe und, glaube ich, sogar fast ein Jahr, bis ich überhaupt mal hier in den Eichkampf gekommen bin. Keine Ahnung. Die Entwicklung von TB in den nächsten Jahren ist schon sehr spannend irgendwie. Ich würde mir natürlich wünschen, irgendwann in die Regionalliga aufzusteigen, was für mich sportlich auch das Maximum wäre, was der Verein, glaube ich, verkraften würde. Allein durch die ganzen Sicherheitsauflagen in der dritten Liga, durch die ganzen Kosten. Ich glaube, mein größter Wunsch ist, dass der Verein langsam wächst und dass wir zur Not auch 5, 6, 7 Jahre Oberliga spielen, solange halt keine großen Sprünge oder keinen Größenwahnsinn, den es bei TB in den letzten Jahren immer gab, wieder auftritt. Klar, Regionalliga
wäre ein Traum. Das sind so viele spannende Vereine. Es ist alles noch recht gut erreichbar. Ich glaube, alles, was da drüber hinausgeht, könnte mir schon wieder zu ernst und zu voll werden und hätte ziemlich viel Angst, dass die Fanszene sich vielleicht dadurch verändert oder nicht mehr den positiven Einfluss auf Verein und Stadiongänger hätte, wie er vielleicht jetzt noch hat.
vom Recht zur Pflicht zur Norm.